auch. Hey, bist du da? Schön. Hey. Nein, es ist 20 Uhr. 20 Uhr, ne? Blu-rays hab ich hier auch. Blu-rays auch. An dem Spiel kann ich noch ein bisschen was machen am Preis. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist aber so mehr wie Silent Hill wahrscheinlich oder so, ne? Ich glaube, geht in die Richtung. Das ist, sowas will ich wieder, genau. Da sind die Flores? Stück 2. Außer die jetzt, die großen. Ne? Und die? Der kostet 4. Okay. Das sind 3 Filme. Da sind die? 3 Euro, 2 Stück. 2 Stück, wenn du mehr im Ausflug kannst, hier am Kreis einfach an, wenn wir Sachen passen. Speaker.
Nein, hab ich. Doch, da! Wo? Oh. Da! Ja, das ist dann für Nintendo Switch. Ja. Hast du das noch nicht? Erste Teil nicht. Oh, wie teuer ist das? 20 Euro. 20 Euro, ja. Ich habe noch ein Mario von N64. Auch für die erste kostet 10 Euro. Ich mache von Mario. Aha. Nintendo Kinderblocke. Diese Todfiguren. Wie teuer sind die Todfiguren? Diese kleinen? Die Gummasche 8 Euro und Stück 2 Euro. Stück 2 Euro. Schöne Weihnachten. Und? Willst du haben? Eine oder alle? Eine. Eine? Welche? Welche Farbe? Rot. Einmal die rote, bitte. Bitte schön. 2 Euro, ne? 2 Euro, genau. Willst du auch die anderen haben? Nein, ne? Eine reicht. Ne? Eins reicht. Ne? Okay. Und wie teuer ist der? 80. 80. Ich krieg meinen nicht so schwer. Hallo, bleib euch zu Freunden! Hallo! Hallo! Super, danke! Ja, hi zusammen! Willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video. Und ja, es ist kurz vor Weihnachten gewesen, also eine Woche vor Weihnachten, und da waren wir natürlich noch unterwegs. Und ja, Flohmarkt muss ja immer sein am Wochenende. Und wir sind auf jeden Fall fündig geworden. Habt viel Spaß mit dem Video. Wir starten auch direkt. Und nicht vergessen zu abonnieren, liken, kommentieren und let's go! Rayman. Hallo. Hallo. Das ist ein Spiel. Daher da. Du zeigst uns nachher, wenn wir die Tische einbauen, einmal. Du guckst da einmal an, ne? Dann habe ich das Thema auch erledigt. Je nachdem kann man die auch nochmal umlegen. Nein, super. Oder? Ja, wir hören das zusammen einmal. Dann hast du ihr gezeigt, da habe ich meine Ruhe. Weil die auch leider gehen wir von auf Leier. Wie teuer sind die? 4 Stück 10er. Eine 3, 4 für 10. Okay. Alles Blu-rays. Hast du den?
fahren, ich gucke mal. Ich könnte weiter. Kein Problem.
hier die Ecke sind auch ein bisschen teurer. Ich glaube 18 Artikel, deswegen. Ja, nicht alles. Thank you.
40 und den kriegst du dazu, ne? 40, eigentlich 44, den kriegst du dazu. Hier bin ich zum ersten Mal, sonst bin ich seit 13 Jahren in diesem Open Demo Center. Also rechten Eingang, rechte Seite, 7x5 Meter Spaß. Hier sind wir jetzt zum ersten Mal. Und rein im Center. Ach so, nur noch bei der Mutter. Ja, Oberhausen ist aber passend. Ja. Alles klar, viel Spaß. Das habe ich früher auch gehabt. Wie da sind die? Teuer? 1 Euro? Das war's mit dem Flohmarkt. Also, ja, es ist, es sind schon ein paar Sachen, die wir da gefunden haben. Und wir starten auch direkt mit der Ausbeute. Und zwar für den Sohnemann gab es einmal hier diesen Toad von Super Mario. Ja, den hat er sich hier halt für 2 Euro geholt. Und der Kollege, also der Verkäufer, der hatte, ich glaube, 3 oder 4 Stück davon. Mit unterschiedlichen Köpfen, also einmal glaube ich auch in grün oder so, und er wollte halt den originalen roten haben und den hat er sich dann halt in die Sammlung geholt für 2 Euro, das ist okay. Und dann nochmal hier woanders am Stand diesen kleinen Mario
für 1 Euro hat er auch mitgenommen da. Hat er sich auf jeden Fall gefreut, ja. So, das war's mit den 2 Figuren. Dann an einem Stand gab's da jemanden, der hier so Persil Color Kraft Gel verkauft hat. Und echt krass, also wirklich. Für insgesamt 113 Wäschen für 10 Euro. Also das kostet normal im Laden 25 Euro oder so. Und es ist auch wirklich original verpackt gewesen. Da hat es halt ja aus so einem Karton genommen. Und die Leute haben da gekauft wie bekloppt. Also die haben direkt 2, 3, 4 Stück geholt. Ja, wir haben uns da auch hingestellt, haben auf jeden Fall eins mitgenommen. Und die Wäsche riecht auf jeden Fall anders. Sehr geil. Also für einen Zehner kann man machen. Also wieso nicht? Sowas wird auch... ja, auf Flohmärkten gekauft. Und was mich auch gewundert hat, ja, hier nur für kurze Zeit 113 Wäschen, weil ich glaube, normalerweise sind es 106 Wäschen oder so. Kann sein, dass ich mich irre, aber für einen Zehner mitgenommen. So, dann gab es da ein Spiel. Zuerst wollte er einen 20 dafür haben. Und ich habe wieder Bock gehabt auf so ein Horrorspiel. Der klassische Survival-Horror kehrt zurück. Und zurzeit gibt es auch nichts an Horror. Dann dachte ich mir, komm, zuerst 20. Dann wollten wir gerade gehen. Dann meinte der, komm, nimm für 15 mit. Habe ich gesagt, okay, für 15 Euro nehme ich es mit. Für die PS5 Tormented Souls. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich denke, sowas okay. Ja, und erkunde als Caroline Walker die furchterregenden Hallen eines verlassenen Herrenhauses auf der Suche nach vermissten Zwillingsschwestern. Du bist jedoch nicht allein. Geil. Hört sich richtig geil an. Ich habe jetzt bald Urlaub. Dann wird das auch nachts gezockt. Also freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wieder Horror. Und ich habe ja eigentlich auch mit Horrorspielen angefangen. Und ja, seit, glaube ich, den letzten Resident Evil, seit dem Remake habe ich kein Horrorspiel gezockt und endlich wieder für 15 Euro mitgenommen. Dann gab es hier diese Jason Statham Box mit 3 Filmen. Ja, der wollte eigentlich 4 Euro haben. Irgendwie habe ich da noch runtergehandelt. Ich glaube mit, weil ich habe dann noch mehr Filme, also Blu-ray, MRAs bei ihm geholt. Ich glaube, der wollte je 2 Euro und dann haben wir uns später halt geeinigt. Also ich habe dann nicht komplette 4 Euro bezahlt. Ich meine sogar 3 Euro kann schon sein. Und zwar auch deswegen, weil ich 2 davon schon in der Sammlung habe. Einzeln und Italian Job, den hatte ich noch nicht und die beiden habe ich schon einzeln und dann meinte ich deswegen, ja okay, 4 Euro ist natürlich klasse Preis, auch so oder so gewesen, nur für mich halt war es uninteressant, aber wir haben uns dann geeinigt, der ist dann mit dem Preis runtergegangen, geil, also auf jeden Fall, ja, ich zeig's euch dann halt nochmal so, also einmal hier der Killer Elite, ja, safe, und Italian Job, ja. Alle 3 Filme in der Box. Super Kurs, wirklich. Kann man nicht meckern. Ja, und dann habe ich halt an 1 oder 2 Ständen insgesamt, wie gesagt, der eine, bei dem ich das gekauft habe, der wollte halt Blu-rays für 2 Euro das Stück haben. Und da war ja noch ein Stand daneben, der wollte 2,50 das Stück irgendwie. Und man hat sich dann schon so ein bisschen geeinigt. Und fangen wir mal an. Also die haben dann eigentlich insgesamt so zwischen 1 und 2 Euro gekostet. Breakdown Lane. Kenne ich noch gar nicht. Der Film verleiht dem Zombie-Genre frischen Wind. Dank der Hauptdarstellerin ist Breakdown Lane mehr als nur sehenswert. Noch nicht gesehen. Ja, cool. Mal schauen. Das ist der erste gewesen. Dann Samuel L. Jackson, Engel der Rache, Kite. Kenne ich nicht, ja. Maze Runner trifft auf Leon der Profi. Ja, sieht schon mal cool aus und Samuel L. Jackson geht ja sowieso
Eigentlich immer, ja. Also seitdem der jetzt bei Marvel so mitmischt und so, kommen da weniger so gute Filme mit dem so. Also bevor er mit Marvel angefangen hat, finde ich, hatte klasse so Thriller gehabt, alles Mögliche. Und jetzt, ich meine, es ist halt weniger, aber die alten Filme sind immer super mit ihm, ja. Und dann halt noch einen mit Samuel L. Jackson und John Cusack, und zwar nach dem Roman von Stephen King, Pulse. Ja, das Grauen steckt mitten unter uns, in Hosentaschen, Handtaschen, es begleitet uns täglich. Ja, ich meine, den habe ich schon einmal gesehen, aber schon total vergessen. Ja, wird halt Zeit für eine Zweitsichtung. Dann hier Dead Rising Watchtower. Ich weiß, der Film war jetzt nicht so die Granate. Ich habe den einmal gesehen, aber dachte ich mir, komm, für das Geld nimmst du die mit. Von einem der Macher der Transformers-Filme. Wieso nicht? Ja, für das Geld. Und dann den auch noch geholt, Schneemann. Ich glaube, der war sogar der teuerste von allen. Ich glaube, der war so einzeln an einem Stand. Ich glaube, 2,50, ja, seht ihr selbst, ich glaube, 2,50 hat der gekostet. Kann auch sein, dass ich 3 bezahlt habe, weiß ich jetzt nicht. Ja, so, ich glaube, das war der einzige an einem anderen Stand. Und da wusste ich auch gar nicht, dass ich später noch die anderen Sachen finde. Habe ich mitgenommen, Hauptsache was Cooles. Und Michael Fassbender sowieso, Schneemann. Muss man in der Sammlung haben. Dann The Visit. Für 2 Euro, klar. Mitgenommen. Keiner hat dich so lieb wie Oma und Opa. Der neue Film von M. Night Shyamalan. Auch nicht schlecht, ja. Dann noch ein Bruce Willis Film. Und zwar Surrogates. Mein zweites Ich. Habe ich noch nicht in der Sammlung gehabt, ja. Auf Blu-ray. Endlich da. Dann Ryan Philippe, ja, der Schauspieler von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Seitdem finde ich den auch richtig gut und guck mir eigentlich so alles mit dem an, egal was da noch so kam, ja. Kidnapped, die Entführung des Regan Pierce, ja. Gnadenlose Thrillerkost. Klasse Schauspieler. Und mitgenommen für das Geld. Dann hier nochmal Unknown User. Ja, den fand ich auch gut, den Film. Muss ich mir wieder reinziehen. Klasse, für die Sammlung, für das Geld, gerne. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen mit George Clooney. Und zwar A World Beyond. Bin ich echt gespannt drauf und mal gucken, ja, endlich in der Sammlung, für kleines Geld. Und dann noch Denzel Washington, ja, da war ich auch im Kino, Man on Fire, ja, klasse Film, zumindest damals noch im Kino. Seitdem habe ich den, glaube ich, auch gar nicht gesehen, vielleicht einmal, als er dann noch so irgendwie auf DVD kam oder so, aber das ist auch schon etliche Jahre her. Ja, und Nervenkitzel pur mit Oscar-Preisträger Denzel Washington als knallharter Rächer in einem bildgewaltigen Action-Thriller von Tony Scott, Regisseur von Top Gun, auch mitgenommen. Ja, dann an einem Stand gab es da DVDs für je 1 Euro. Und das habe ich mir halt mitgenommen, weil ich einfach das Cover richtig geil fand. Habe ich auch früher in der Sammlung gehabt. Und zwar hier diesen Bruce Lee-Film. Ja, Fist of Fury, Totally Uncut Version. Ich weiß noch ganz genau, den habe ich damals auch zu DVD-Zeiten gehabt. Und da habe ich auch richtig Asche für hingeblättert, ja, also der war richtig teuer damals, ja, und jetzt für 1 Euro, ich weiß nicht mehr, wo ich die DVD habe, und ja, für 1 Euro wieder mitgenommen, wegen dem Cover, einfach nur geil, und geil, 1 Euro nimmst du mit.
Und am selben Stand gab es noch lauter Snapper-Cases auf DVD. Und ich dachte mir, ja, ich wollte es eigentlich für jemand mitnehmen, aber der hat sich dazu nicht gemeldet, geäußert. Und dachte ich mir, ja, komm, dann behältst du es halt. Ja. Und hier einmal Oliver Stone-Kollektion im Snapper-Case. Ja, im wirklich guten Zustand, ja. Hier ist vielleicht so, an der Seite kann man vielleicht sehen, so ein bisschen eingedetscht, aber ansonsten sind die wirklich in einem echt guten Zustand, ja. Diese Kollektion, ja, einmal das, also alles je 1 Euro. Ich glaube, ich habe dann sogar noch runtergehandelt, 2, 4, 5, 6, 7, 8 mitgenommen für 5 Euro, also eigentlich noch günstiger. Dann nochmal ein Snapper Case, Shiri. Sah cool aus. Ich dachte mir, komm, nimm alle Snapper mit, die es da gibt. Und ja, sieht auf jeden Fall cool aus, ja. Und dann noch ein Snapper, vielleicht ist der schon davor so ein bisschen nass geworden, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Film ist. Hollywood, Hongkong. Steht alles irgendwie auf Chinesisch. Ich weiß es nicht. Also, ob das der Film ist, Hollywood, Hongkong, der so heißt, keine Ahnung. Ja, auch mitgenommen. Dachte ich mir, komm, nimm mit. Ihr seht selbst, ja, vielleicht ist das schon davor irgendwie einmal nass geworden und deswegen ist das so eine Beule irgendwie, keine Ahnung, darf nicht mehr kommen. Dann hier nochmal Oliver Stone Kollektion, ja, Oliver Stones America, auch in so einem Snapper, ja, deswegen auch alle mitgenommen für den Fünfer. Dann Mickey Blue Eyes, auch im Snapper. Ja, ich weiß aber gar nicht, ob ich diesen Film jemals im Snapper so gesehen habe. Also, ja, voll cool, ja. Hugh Grant, James Caan. Ja, damals hat er auch so Komödien gehabt. Und ja, und dann auf Herznieren auch mitgenommen. Auch im Snapper. Also eigentlich alle echt im gutem Zustand, kann man nicht meckern, ja. Und dann noch der letzte, und zwar ein sehr geiler Film, ja. Zwar Heat mit Al Pacino und Robert De Niro im Snapper. Ja, einfach nur Hammer. Geiler Film, ja. So, das war's. Also, das ist die Ausbeute vom Flohmarkt gewesen und wir sind fertig, ja. Und falls es euch gefallen hat, gerne liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und hättet ihr euch die Sachen auch geholt oder findet ihr es überhaupt gut oder fährt ihr gar nicht mehr zum Flohmarkt? Ja, jetzt im Winter ist es halt ein bisschen schwieriger. Es gibt auch nicht mehr so viele Märkte. Also bei uns ist es gerade um die Ecke. Deswegen lohnt es sich für uns immer ein bisschen zu fahren. Diese 20 Kilometer ist okay. Auf der Autobahn bist du halt in 10, 15 Minuten da. Deswegen geht's, ja. Aber ansonsten wird's weniger auf jeden Fall, ja. Also kurz vor Weihnachten dann doch noch ein paar Schnapper gemacht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dann. Ciao.